Ein spektakuläres Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt Habecks Heizhammer gestoppt. Vorerst zumindest, denn die Ampel plant natürlich, ihren Wahnsinn weiter zu betreiben. Und in Brüssel braut sich noch viel Schlimmeres zusammen. Was da genau auf uns zukommt, wie die Europäische Kommission Millionen von Hausbesitzern enteignen will und warum der Heizhammer dann doppelt zuschlägt, das sind Themen der heutigen Sendung mit Jürgen Elsässer und mit mir. Das ist der Brennpunkt des Tages. Die CDU hat gemeinsam mit der AfD den Heizhammer von Robert Habeck ausgebremst, auf den letzten Metern sozusagen. Der CDU-Politiker Thomas Heilmann, den sieht man hier, hat einen Eilantrag gestellt an das Bundesverfassungsgericht. Dem haben sich dann 11 Politiker der AfD angeschlossen und heute hat das Verfassungsgericht diesem Eilantrag stattgegeben und damit liegt die Wärmewende auf Eis. Das ist erfreulich, eine Klatsche für die Ampelregierung und man muss ja sehen, die wollten das diese Woche noch durchpeitschen im Parlament. Diese Woche sollte das Ganze beschlossen werden. Und jetzt, wie gesagt, auf den letzten Metern ausgebremst. Das Gesetz kommt erstmal nicht zustande. Für dich ein Grund zur Freude, Jürgen? Darf man sagen, Heil Heilmann oder ist da schon der Verbotshammer? Also der heißt der Heilmann, der von der CDU. Gott sei Dank hat er seine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht nicht abgesprochen mit der Fraktionsspitze der CDU-CSU. Sonst hätten die ihn vielleicht noch zurückgehalten, wie man die Burschen kennt. So ist es erstmal einfach erfreulich. Alles, was den Grünen schadet, ist erfreulich. Alles, was die Ampel schädigt, ist erfreulich. Natürlich wird das nicht lange anhalten. Nach der Sommerpause machen die Brüder weiter, haben sie ja schon angekündigt. Dann geht dasselbe Gesetz im September vor dem Bundestag und wird eben im September durchgepeitscht. Der Mann hat ja nur gesagt, es ist zu wenig Zeit, um dieses Riesengesetz jetzt seriös zu prüfen. Die Abgeordneten haben die Vorlage zu spät bekommen. Dass das Bundesverfassungsgericht da jetzt eingeschritten ist, ist ja eine minimale Verzögerung und trotzdem freut es einem natürlich. Das ist halt ein guter Punkt, weil das Gesetz, also das Urteil geht ja nicht gegen das Gesetz an sich, sondern es sind reine Verfahrensfehler, reine bürokratische Sachen, die da falsch gemacht worden sind, weil diese Regierung eben das Gesetz auf Biegen und Brechen durchbringen wollte und dabei eben die Rechte des Parlaments mit Füßen getreten hat sozusagen. Und dagegen hat der Heilmann zu Recht geklagt. Die AfD hat sich angeschlossen. Du hast gesagt, Heil Heilmann. Wobei, ich habe ein Statement von ihm gesehen, da dachte ich mir, okay, die Klage war vielleicht aus den falschen Gründen auch vorgebracht. Wir können mal reinhören. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte den Organstreit nicht angefangen. Dann hätten die das ja jetzt verabschiedet und dann wäre das Gesetz formell verfassungsmäßig mindestens mal angreifbar, um es ganz vorsichtig zu sagen. Aber wenn Sie das gelesen haben gestern Abend, dann haben die schwerste Bedenken. Und das heißt, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz hätte Erfolg gehabt. Und dieser Erfolg hätte dann dazu geführt, dass das Gesetz irgendwann in einigen Monaten oder gar Jahren aufgehoben worden wäre. Und das wäre für den Klimaschutz aus meiner Sicht die allerschlechteste Lösung gewesen. Das ist halt so typisch CDU-Opposition. Also er sagt, er wollte der Ampel einen Gefallen tun, weil er verhindern wollte, dass das Gesetz nachträglich gekippt wird. Ja. Weil das sei ja schlecht für den Klimaschutz. Unfassbar eigentlich, ja. Ja, die stolpern da über ihre eigenen Füße. Das kennt man ja von den Grünen auch. Der ideologische Wahn ist da, aber dann fehlt die handwerkliche Fähigkeit, die Gesetze sauber auszuformulieren. Das ist dann noch das große Glück. Und da geht dann so einer rein mit einer blöden Argumentation, aber trotzdem bringt es eine Verzögerung. Ich habe noch eine andere super Story, die ich vom Kollegen Fleischhauer beim Fokus gefunden habe. Die Grünen wollten ja jetzt selber ihr Heizungsgesetz schon mal brav vorexerzieren an der Bundesgeschäftsstelle. Und da haben sie dann schon 2019, da ist eine Gastherme unten drin, also ist ein vierstöckiger Altbau, natürlich top saniert, die Grünen haben ja Geld. Da ist eine Gastherme im Keller, die sollte ausgetauscht werden gegen eine Wärmepumpe. Haben sie 2019 angefangen, das hat vier Jahre gebraucht bis jetzt. Erst im Herbst geht das Ding in Betrieb. Warum? Da musste ein Loch in die Erde gebuddelt werden für diese Wärmepumpe. Dafür braucht es eine Genehmigung. Und am Schluss hat es 5 Millionen Euro gekostet. Ja? Wahnsinn. Das zahlen natürlich die Grünen aus der Portokasse. Aber wenn das Gesetz wird, und ab September wird es ja dann gesetzt, dann drohen solche Kosten einfach für alle Immobilienbesitzer. Ja. Und jetzt wissen die Grünen halt auch, was sie falsch gemacht haben und die werden es richtig machen. Das Ding wird auf lang oder spät durchgesetzt werden.
Was aber wahrscheinlich gar keine große Rolle spielen wird, denn in Brüssel, wie ich gesagt habe, braut sich viel Schlimmeres zusammen, weil da gibt es eine sogenannte Ökodesign-Verordnung, die jetzt geplant ist von der Europäischen Kommission unter von der Leyen. Klingt super, ja, Ökodesign, da denkt man gleich an Designermöbel oder sowas in der Art. In Wahrheit will die Kommission eine noch radikalere Wärmewende, als die Habeck geplant hat, weil die wollen wirklich bis spätestens 2029 nur noch Wärmepumpen erlauben. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen so Hybridheizungen irgendwie, aber da gibt es dann einen scharfen Cut 2029. Und bei dem deutschen Gesetz war ja der Vorteil, dass die das auf Druck der Bevölkerung schon so ein bisschen verwässert haben mit Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen und so weiter. Also bei Habeck zum Beispiel hätte man die Öl- und Gasheizung noch reparieren können, längerfristig. Und das ist verboten in der EU-Verordnung. Und die soll 2025 bereits in Kraft treten. Und dann sind wir wirklich heftig dran, weil diese EU-Verordnung wird uns wirklich radikal zu diesen Wärmepumpen zwingen. Ja, es nennt sich energetische Gebäudesanierung und es schreibt vor, dass bis 2029, Stichtag dann 2030 bzw. 2033, alle Gebäude auf den Energiestandard, auf den Wärmestandard D beziehungsweise E gebracht werden müssen. Wobei das, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Regelung ist. Also es gibt diese Ökodesign-Verordnung und da noch genau. Der Sanierungszwang. Ja, das eine ist das Dach, das andere ist der wichtigste Punkt darunter sozusagen. Ja. Und das bedeutet, dass mindestens die Hälfte der Gebäude, unabhängig jetzt von Wärmepumpe hin oder her, müssen saniert werden, ja. Mindestens die Hälfte der Gebäude. Und da haben wir eben die Summen, die ich gerade genannt habe, was die bei den Grünen angeht, bei ihrer eigenen Geschäftsstelle mit der Wärmepumpe, vierstöckiges Haus, 5 Millionen Euro mal ganz kurz. Da werden so viele Leute ihr Häuschen verkaufen müssen. Das wird zu einer dramatischen, ja, ich meine, man hat ein Häuschen, damit man einen ruhigen Lebensabend hat. Die Leute werden auf die Straße geworfen. Das ist die grüne Habecksche Politik. Ja, beziehungsweise die Politik von Uschi. Da wir können auch mal reinhören. Das Ganze läuft ja unter der schönen Überschrift European Green Deal, also der radikale energiepolitische Umbau Europas. Und Folgendes hat sie gesagt. Der European Green Deal ist zur Bekämpfung des Klimawandels aufgesetzt, aber natürlich auch, um den Menschen zu helfen, diese großen Veränderungen gemeinsam zu bewältigen, die auf uns zukommen, weil wir unseren Planeten lebenswert und lebensfähig auch unseren Kindern und Kindeskindern übergeben wollen. Um den Menschen zu helfen, ja, es ist ein Hohn. Die werden in monströse Kosten gestürzt, die müssen alles selber bezahlen, Hauseigentümer, Mieter, und das sind ja wirklich krasse Kosten. Also es geht um Wärmedämmung, Dächer müssen gedämmt werden, Außenwände, Kellerdecken, Heizleitungen, dann Fenster müssen ausgetauscht werden, wenn das nicht passt, energietechnisch. Also was da auf uns zukommt, Solaranlagen müssen gebaut werden, Lüftungsanlagen, das ist unfassbar. Und das müssen die Leute alles aus eigener Tasche bezahlen, um irgendwelche grünen Ideale zu erfüllen. Also das wird nochmal heftig. Und was es ja auch noch gibt hier in Deutschland, ist dieses Wärmeplanungsgesetz, was ja zusätzlich zum Gebäudeenergiegesetz auf den Weg gebracht worden ist und was jetzt nicht gestoppt worden ist. Und das sieht ja so eine Heizstasi vor, die dann erstmal bundesweit Daten sammeln wird. Also wer heizt womit, wie viel Energie wird verbraucht. Das ist eigentlich die erste systematische bundesweite Datenerfassung über die Art und Weise, wie die Leute heizen. Das kommt auch noch auf uns zu. Also wir sind gerade in einem Schraubstock aus Wahnsinnsgesetzen, der sich eigentlich immer enger zuzieht. Und wir haben noch die CO2-Bepreisung, die ja auch jedes Jahr steigt. Bisher ist für die Tonne CO2 25 Euro. Bis 2025 verdoppelt sich das fast auf 55 Euro. Das wird natürlich dann auf alle Produkte, nicht nur auf die Energie, sondern in jeder Fertigung, in der Industrie, auch in der Landwirtschaft steckt da CO2 drin, das böse, böse CO2. Diese Preiserhöhung wird auf alles durchschlagen. Und die besonders trickreiche Idee der besonders trickreichen FDP ist, diese Preise dann vom Markt regulieren zu lassen. Das heißt, du musst dann deinen CO2-Bedarf sozusagen einkaufen, und je mehr du einkaufst, umso teurer wird es, und das wird uns dann als Marktwirtschaft verkauft gegenüber dem
grünen Zwangsdiktat, aber teuer wird es in jedem Fall auch bei in der FDP-Version. Ja, es ist lächerlich. Jetzt könnte man sagen, zum Glück ist nächstes Jahr Europawahl, dann wird das EU-Parlament ausgetauscht. Aber das Problem ist, das demokratisch gewählte Parlament hat ja gar nichts zu sagen. Das, was die Regeln vorgibt, ist die EU-Kommission und die wird eben überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Man sieht es ja am Beispiel von der Leyen sehr gut, die wurde einfach an die Spitze gesetzt, obwohl kein Schwein sie dort wollte. Ja? Ja. Der Weber war ja eigentlich Kandidat für die Konservativen und dann kamen sie mit ihr um die Ecke und haben diese Personalfrage einfach entschieden. Ja, die Europawahl wird natürlich wichtig, damit man eine Klatsche austeilt, aber du hast vollkommen recht, realpolitisch wird sich daran nichts ändern, weil dieses Parlament eine reine Schwatzbude ist. Also das muss man sehr deutlich sagen und das Einzige, was uns wirklich hilft, ist der Ausstieg aus der EU. Denn die EU gibt 90% der nationalen Gesetzgebung vor und Deutschland setzt sie dann nur noch um. Wobei die Bundesregierung, übrigens auch schon die vorherige unter Merkel, die Vorgaben besonders streng umsetzen, also etwa bei der Gebäudesanierung, was ich vorhin angesprochen habe, ein Haus, das in Frankreich das Gütesiegel C kriegt oder D kriegt, das ist in Deutschland schlechter bewertet mit E oder F. Ja? Hm. Also da kommt zu der Diktatur aus Brüssel noch der Wahnsinn aus Berlin dazu. Liebe Zuschauer, wir werden das Ganze weiter verfolgen. Wir beobachten das Ganze auch weiterhin. Sie können gerne wieder mitkommentieren auf YouTube oder auf unserer Online-Seite compact-online.de. Und dann sehen wir uns morgen Abend wieder mit dem nächsten und letzten für diese Woche Brennpunkt des Tages.